So, damit hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Und zwar zu Minecraft 1.14.4 steht unten rechts mit Forge 28.2.1. Dazu 51 Mods und natürlich mit Optifine und PTGI E11 Shader. Und wir starten mein Spiel. Und da sind wir auch schon zu Minecraft. Und ich stehe hier bei meiner Schmiede, denn es gibt ja also das ist ja neu bei mir quasi wieder. Wir hatten ja vorher Minecraft 1.14.4 gespielt ohne Mods. Tatsächlich nur mit Shader und Optifine. Ohne Forge. Jetzt, da Forge drin ist, sind auch Mods hier mit drin. Und, was soll ich sagen? Die Mods sind der Burner. Zum einen, gut, meine Stadt sieht man jetzt nicht. Ist auch, glaube ich, gut. Kann ich euch gleich noch zeigen. Ja, hier hinten werden die Felder angebaut. Und ich glaube, ich sollte mein Bett mal auspacken. Was ist das für ein Bett? Das ist ein Spezialbett. Hat meine Farben übrigens, finde ich cool. So, ja, kommen wir darauf zu sprechen. Morgen erstmal. Ausgeschlafen. So. Ne, kommen wir erstmal dazu zu sprechen. Oder da drauf zu sprechen. Wir haben hier eine Windmühle stehen, die tatsächlich auch arbeitet. Denn die stellt für unseren Bäcker Sachen her. Also für die Stadt quasi. Und das daneben ist eine Schmiede. Und die geilste Mod, die es gibt, ist die Mod, die wir hier im Vordergrund sehen, mit dem Wasserrad. Das ist Create. Das ist die geilste Mod, die ich bis jetzt gesehen habe. Finde ich richtig cool. Das finde ich also richtig gut gemacht. Denn die übersetzt auch gleich tatsächlich. Man sieht das hier. Und wir haben hier Grinder drin, die uns halt quasi das Weizen zu Mehl verarbeiten. Das ist hier quasi hier drin. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, in die Schmiede, habe ich hier eigentlich noch Sachen drin? Oh. Oh. Die müssen hier alle noch raus. Also, ich habe nicht. Na doch, klar, mach ich dann mit. Ich bin zu weit weg. Okay. Ja, das gleiche ist hier auch noch drin. Allerdings ein bisschen anders übersetzt. Denn je mehr du übersetzt, desto schneller wird das. Du musst allerdings von groß auf klein gehen. Sonst funktioniert das nämlich mit der Übersetzung. Sonst wirst du. Also nimmst du ein kleines auf groß, wirst du noch langsamer. Nimmst du groß auf klein, wirst du schneller. Das seht ihr ja hier schon, ne? Hier, das ist die Standarddrehung. So, hier sind wir schon doppelt so schnell. Und wenn wir jetzt nach oben gehen. Uiuiuiui. Aber wie gesagt, das ist die Schmiede, da ist es vollkommen egal. Es ging mir hier eigentlich nur ums Aussehen. Da ist mir das eigentlich egal gewesen, ob es technisch irgendeine Bedeutung hat. Und zwar richtig schnell. Ups. Nein, ich häng fest. Hilfe, Hilfe, ich komme hier nicht wieder raus. Das ist mir schon mal passiert. Lass mich raus. Ich will hier raus. Du kommst hier auch nicht wieder runter vom Band. Scheißdreck. Jetzt muss ich wieder nach oben. Ja, das ist der Nachteil mit den Bändern. Aber ja, kann man drüber wechseln. So. Ich muss immer aufpassen, dass ich da nicht reinlaufe. Das mache ich nämlich jedes Mal. So. Bleibt mir bloß weg. Ja, wir sehen hier die Übersetzung. Schneller wird er dadurch aber nicht. Also nicht wirklich.
Und hier ist eine Schmiede noch nebenbei. Also ist schon recht cool geworden. So, wir müssten eigentlich noch. Ach so, habe ich ja schon. Ich habe die Etage schon angeschlossen. Super. Ja, das wird unsere Schmiede hier quasi. Er wohnt da oben auch gleich. Das ist für einen Schmied. So, jetzt gehen wir mal rüber in die Stadt und bitte nicht wundern, falls es lecken sollte. Das ist irgendwie. Irgendwie ist das gerade Standard bei Minecraft. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Eigentlich haben wir gedacht, das liegt am PTGE-Shader. Das könnte mit ein Grund sein, aber an sich ist das auch ohne Shader am Lecken. Dann könnte es nämlich tatsächlich am Forge liegen. Oder Optifine, aber naja, gut. So, ja, wir kommen zur Stadt. Hier steht eine Kirche. Ach so, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ne? Die Kirche ist neu. Die sieht gar nicht so groß aus, finde ich. Also von außen sieht sie sehr klein aus. Das finde ich auch cool hier. Sehr schön gemacht. Und hier drinnen. In nomine Spiritus Sancti, Amen. Coole Sache. Gefällt mir. Sehr schön. Ich hätte ja gesagt, Details und so weiter sollte eigentlich später kommen, aber das mache ich dann so zwischendurch, weil ich nicht wirklich habe, also wirklich Bock habe, ey, andauernd nur die Häuser zu bauen. Da kriegst du einen Vogel bei. Ja, hier haben wir quasi Gräber. Hier ist sogar schon einer ausgehoben und liegt sogar einer drinne. Der ist schon zum Skelett geworden. Hier geht es auch noch rein. Das ist aber noch ein Geheimnis. Deswegen bleibt es nicht. Das habe ich damals schon mal so gemacht. Ne, und hier ist so eine Lederkluft. Ne, wer weiß, was da reinkommt. Mal abwarten. Ja, und wie gesagt, das ist unsere Stadt von hinten. Sie wächst und gedeiht und sie wird wirklich sehr, sehr groß. Alter, wirklich groß. Hier sind schon einige Häuser zugekommen. Wir haben hier sogar jetzt schon einen Schweinestall. Da sollten Schweine drin sein. Grüße. Guten Tag. Hier kommt auch noch ein Haus hin, aber wie ich das baue, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich muss ich das hier noch ein bisschen rübersetzen. Dann müssen wir mal gucken. Ja, hier sind unsere Marktstände schon. Das hatte ich euch ja schon mal in dem Vorab-Video gezeigt. Sehr geil. Übrigens, die Schornsteine rauchen auch jetzt tatsächlich, ohne dass wir da etwas zutun. Wenn wir den Ofen anschmeißen, rauchen die. Ja, gut. Hier haben wir unser Lagersystem. Mit dem Simple Storage Network können wir Sachen reinschmeißen und können die speichern. Hier kommt alles tatsächlich Essbare rein ins Lagerhaus. Laden schließt automatisch. Finde ich cool. Wenn es sobald es dunkel wird, schließt der Laden. Und macht auch dann erst wieder morgens auf. Warum steht mein Pferd hier, hä? Sehr merkwürdig. Ja, das Schiff. Das habe ich euch auch noch nicht gezeigt, wie das von innen aussieht. Hier haben wir unsere Bäckerei jetzt übrigens. Hier ist die Bäckerei drin. Ich habe da noch kein Schild angebracht. Aber hier kommt die Bäckerei rein. Hier gibt es dann auch Essen. Hier unten sind so Bilder angezeigt, ne? Was, wo, also aus Weizen. Das muss ich nochmal anpassen. So, aus Weizen. Weizensamen wird Weizen. Daraus wird. Das und Teig. Das sind beides Teige hier. Ne, da wird Teig draus. So, das ist wie beim Bäcker. Hier, das meine ich. Der Schornstein wird, der qualmt auch oben tatsächlich. Weil ich glaube, das kann man von hier unten gar nicht sehen. Nee, kann man nicht sehen. Es sei denn.
Ich muss noch höher, glaube ich. Nein, kannst du immer noch nicht erkennen. Schade. Ich dachte, das kann man erkennen. Nee, geht nicht. Wir gehen mal runter auf 10. Ja. Es hat sich wirklich was getan, wie gesagt. Ach so, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Das Rathaus. Im Rathaus gibt es jetzt quasi die Geschichte der Stadt, ne, in Bildern gehalten quasi. Ich meine, das ist ja nichts Neues, aber hier, so sah das am Anfang aus. Ne, hier hatte ich ja als erstes, also hier hatte ich ja als erstes mein Haus und dann habe ich ja den rundrum den Platz gebaut. Da sieht man sogar, dass ich da gerade angefangen habe, hier schon das Lager zu bauen. Und dann, ne, mit dem Schiff und so weiter. Dann musste ich das hier alles terraformen und dann ging das hier drüber. Dann sah das so aus. So, inzwischen, und selbst das ist nicht mehr aktuell, sieht das so aus. Da sieht man schon die Windmühle hier. Finde ich cool. Ne, da steht ja jetzt auch noch ein Haus. Und man sieht, die Stadt ist doch schon sehr, sehr gewachsen. Und ich sage ja, das dauert alles. Ne? So ein Haus ist man nicht eben hingezimmert. Das dauert alles. Entsprechend auch lange. Vor allen Dingen, ich muss auch immer darauf achten, dass ich in die richtige Richtung laufe. Ich habe teilweise einige Häuser auch ausgebaut. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Achso, das war das hier. Genau, wo die Bäckerei drin war. Das hatte ich nämlich schon angefangen auszubauen. Und zwar geht man dann hier hoch und man kommt hier rein. Und es sind getrennte Wohnungen. Eine Wohnung quasi ist hier unten. Da kommen dann die Namensschilder ran hier. Ne, und dann kann man sich die Wohnung hier einrichten. Sind jetzt nicht allzu groß, aber ich glaube, so für eine Person, da ist eine Bettnische quasi. Ne, für eine Person kann man das hier eigentlich schon gebrauchen. Du kannst natürlich auch zwei Häuser nehmen. Also, ein Haus nehmen. Hier oben hast du dann die zweite Wohnung. Hat die genau die gleiche Grundfläche. Du kannst natürlich auch hier noch eine Leiter hochbauen. Und den Dachboden noch mitnutzen. Das geht auch. So, und jetzt gehen wir mal nach draußen und schauen uns das Ganze mal bei Nacht an. Und dazu lasst euch gesagt sein, das ganze Ding hier habe ich komplett alleine gebaut. Ne, die ganze Stadt, alles was hier ist, habe ich komplett alleine gebaut. Und das finde ich auch so cool. Ein Denkmal für mich. Da hinten ist der Bauernhof. Ja, ich will auch gar nicht so lange machen. Ich wollte euch das nur zeigen und wie gesagt, es gibt hier ein paar echte geile Neuerungen. Ich habe sogar, irgendwie habe ich hier, glaube ich, sogar schon was gemacht. Und zwar im alten Stil von Life in the Woods beziehungsweise After Humans. Aber übrigens, die sind auch dabei. Das funktioniert leider nicht mehr hier, dass du hier draufklicken kannst und die ganze Rüstung hier abnehmen kannst. Das finde ich doof, obwohl da Redstone unter ist, aber es geht nicht. Geht nicht mehr. Aber es sieht cool aus. Dann gibt es hier noch die Endertruhen-Mod. Und wie gesagt, wir haben ein System. Das ist das hier. Das ist hier unterm Haus. Das Haus habe ich größtmöglich bis jetzt genutzt. Ne, auf kleinsten Raum, weil ich wollte es ein bisschen hunzelig haben. Und wie gesagt, wir sind ja noch nicht fertig. Hier muss auch noch irgendwas hin. Ich weiß aber noch nicht was. Ich habe ja hier meine kleine Werkstatt hier drin. Hier oben habe ich quasi ein Lager. Und zwar für Farben. Die sortiere ich gerade ein. Augenblick. So. Ne, hier für Blumen. Und aus den Blumen macht man ja Farbe. Und da habe ich mir die hier schon mal komplett einsortiert. Und hier auch nochmal, hier muss noch Lapis rein, weil aus Lapis kriegst du auch Dunkelblau. Und da gibt es hier noch die Mods mit Bonsai Hopping. Da sind auch noch zwei Spielerköpfe von mir, da steht sogar der Name drauf, könnt ihr euch quasi auch, ne, setzen. Und das ist auch noch eine alte Mod.
Karte. Eigentlich war es eine alte Karte. Ich habe die aber auf jetzt von hier getrimmt. So quasi sieht das jetzt aus. Eine Karte gibt es tatsächlich noch. Eine einzige Karte gibt es noch, die noch komplett vom Anfang war. Wie das hier wirklich mal aussah. Das war das Haus, wo ich das hier als erstes hingebaut habe. Es gab hier sonst nichts. Nichts, gar nichts. Und wie gesagt, ich habe die komplette Insel umrundet, habe da Mauer hochgezogen und. Und das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Sehr lange. Und wie gesagt, all das und noch viel mehr habe ich gemacht. Und zwar alleine. So, und jetzt muss ich hier gleich hoch. Und zwar, wir müssen in die Hocke, müssen... hier hoch und dann kommen wir hier rein. Hier ist mein Labor. Wird man gar nicht denken, ne? Also wie gesagt, ich habe den größtmöglichsten Raum genutzt. Und hab's gut versteckt. So, in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, es gefällt euch. Lasst doch mal ein Däumchen da. Und ein Abo kostet nichts. In dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft 1.14.4. Ciao mit V. Tschüss.